Es ist Sonntag und es ist offenbar bewölkt und ziemlich windig. Und der Laden ist hoffentlich fertig. Mal gucken. Wir haben jetzt die Blume im Vordergrund, stimmt. Hallo miteinander, hier ist der Lugia. Ja, die Neuigkeiten heute. Der Bau des Museums kann losgehen. Ja, Stichwort losgehen. Das wird also noch nicht fertig sein, wie gedacht. Eugen und ich hätten uns das niemals träumen lassen. Ja, unglaublich, dass wir an seinem ersten Tag hier bereits das Museum bauen können. Ich frage mich, ob es auch für andere Tage irgendwie eine entsprechende Würdigung gibt. Oder ob dann einfach gesagt, ob vielleicht fehlt der Dialog einfach auch komplett, diese Zeile da, ich weiß es nicht. Wir danken euch vielmals für eure Zusammenarbeit. Ja, ja. Also wir werden das Museum an der Stelle errichten, an der Eugens Zelt stand. Es tut mir furchtbar leid, euren Vorschlag heute so ausbremsen zu müssen, aber ich hoffe, die Tatsache, dass morgen unser neues Museum fertig wird, tröstet euch ein wenig. Das war seine kleine Nachricht. Ja, ja. Weiter im Text. Nepp und Schlepp haben ihren Laden eröffnet. Er ist zwar klein, aber das Sortiment wechselt täglich und ihr könnt eh nur eine Stufe upgraden, also genießt es. Von 8 bis 22 Uhr. Sonst könnt ihr die Verkaufskiste nutzen. Die Eröffnung, ja, da haben wir auch eine tolle Feier oder so, oder... Naja, nee, haben wir nicht, aber... Naja, Nook Shopping bietet jetzt den Katalog an. Dank diesem können sich Kunden sämtliche Items, die sie jemals erworben haben, anzeigen lassen. Und diese anzeigen. Ich weiß zwar nicht, was das bringt, weil wir haben eh keine Polizei, aber es war ein lustiger Gag. Klang lustiger in meinem Kopf. Naja, bei Bedarf kann man sich so schnell Sachen nachbestellen. Das ist eine komplette Lüge, weil es einfach einen Tag dauert und man nur 5 Sachen bestellen kann. Also sollte man kleinen Bedarf haben und vor allem Geduld, aber nun gut. Du liebe Güte, na sowas, ja Mensch. Dass sowas passiert, wenn ich live bin. Naja, also, was geht denn? Hallo, Tom Nook von Nook Inc. Ja, das reife Inselpaket, aber ja, natürlich, Pauline, natürlich. Habe ich sie gerade Pauline genannt? Das tut mir leid, Paulina natürlich. Naja, am Ende jedenfalls der Inseldurchsage sind wir eh schon angelangt, also ciao. Tut mir leid, bis gleich. Jo. Dann geht's heute wahrscheinlich um den Hausbau, schätze ich mal. Ich habe gestern auch gar nicht mehr allzu viel, naja, zu tun gehabt, außer nochmal ein bisschen zu angeln. Ich habe nur das ein oder andere gefangen tatsächlich, unter anderem einen Skorpion, der ist jetzt in meinem Lager. Und wie ihr natürlich seht, diese unglaublich stylische Sonnenbrille, die war irgendwie, ich glaube, die war in einem Geschenk drin. Warte mal. Die haben ja schon Häuser. Oh. Das war mir gar nicht bewusst. Die haben ja auch jetzt schon Häuser. Hing das mit dem Laden zusammen? Das werden die mir wahrscheinlich noch erzählen. Und Gulliver. Was bekommen wir denn heute von ihm? Das werden wir direkt mal wegwerfen. Ist nämlich nutzlos. Ich könnte den ganzen Shit eigentlich mittlerweile schon mal wegwerfen. Ich nehme mir mal die Sachen mit, die ich auch wirklich jetzt gerade spontan haben möchte. Die Krone möchte ich zumindest mal anprobieren. Von der Akademie haben wir 6422. Ja, der 1000er Punkt fehlt, das stört mich. Punkte bekommen. Rang B, eine Menge Möbel gesammelt und dir wahrlich ein individuelles Heim geschaffen. Naja, eine Menge Möbel geht so. Aber okay. Und von Jorna, jeden Sonntag ganz früh komme ich zu euch auf die Insel und dann könnt ihr bei mir leckere Rüben kaufen. Genau wie damals zu Omis Zeiten. Bis bald, eure Jorna mit Rotzfahne. Ja, da ist auch schon. Im Hintergrund. Mit der werden wir gleich noch ein bisschen Gymnastik machen. Einfach, warum nicht? Ich habe mir von meiner Frau sagen lassen, dass es extrem ekelhaft aussieht, weil die sich so richtig bewegt dabei, die Rotzfahne. Wie auch jetzt, wenn sie läuft. Und wir haben jetzt auch irgendwie schon ein bisschen was angesammelt an Geld. Vielleicht werde ich da was investieren, vielleicht auch nicht. Ich denke schon, aber wahrscheinlich nicht allzu viel. Mal gucken. Wir sind jeden Tag auf der Insel. Genau, da haben wir jetzt auch unseren ersten Stempel für. Und ansonsten erstmal nichts soweit. Wir können schon mal wieder unseren Speicher voll spammen. Dann bekommen wir nämlich direkt schon mal hier eins von diesen Noogmeilen Plus Sachen. Die ja heute wieder doppelte Sachen bringen, die ersten 5, die man hier hat. Ja, und tauchen war ich auch tatsächlich noch gar nicht. Also ich habe eigentlich nicht allzu viel gemacht, würde ich behaupten. Ich habe halt vor allem sauber gemacht. Ich habe das Unkraut überall weggeräumt, also auch auf den anderen Ebenen da drüben und so. Und habe dann eben vor allem Bäume gehackt, also Holz gehackt und geschüttelt und so. Und ja, das ist es eigentlich. So, wenn wir jetzt also auf die Karte gucken, werden wir jetzt wohl
drei Häuser haben und halt den Laden. Und das Museum ist da unten in Bau. Genau. So sieht es momentan aus. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in den Laden. Hier ist das Museum. Das habe ich tatsächlich auch ungefähr an derselben Stelle wie in Mondonia ursprünglich. Es ist aber keine Absicht, es hat da einfach irgendwie hingepasst. Nee, wir gehen erstmal in den Laden und danach werden wir wahrscheinlich kurz mal eine kleine Villager-Rundtour machen. Und natürlich gucken, was sonst so ansteht. Und die haben jetzt einfach schon wieder ein Teleskop. Das war doch neulich erst im Angebot. Und diesen Werkzeugkoffer da, dieses Werkzeugwägelchen brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Am Anfang war mir da mal gar nicht wohl dabei, eine verlassene Insel so. Und naja, ich habe mich getäuscht. Es riecht schön hier. Die gute Luft, die Natur, ja, ja. Und verlassen ist ja auch gar nicht mehr so, ne? Also, wir sind noch nicht lange hier, aber man kann es ja wirklich aushalten. Eugen ist auch super schnell hergezogen, also komm doch einfach mal vorbei. Ja, das kann man mal machen, ne? Eigentlich wollte ich nur vorbeischauen, aber naja, vielleicht könnte ich irgendwie behilflich sein. Ach, das ist ja lieb von dir, natürlich. Du könntest hier deine ganze Mode anbieten und so. Das ziehen wir jetzt noch ein bisschen hier in die Länge, weil organisatorische Probleme und so, aber ja, warum nicht? Kleidung wäre nett. Die lächeln ja alle nach Kleidung. Die ist nämlich irgendwie komisch, die man bisher hat. Oho, ja, also dann, wenn das mal kein Glücksfall ist. Es ist nämlich so, eigentlich ist es gar nicht so aufwendig, zu dieser Insel zu reisen. Könnte ich ja mal ab und zu machen, ne? Mein Näschen hier reinstecken. Ja, also wenn das was wäre, ja, warum nicht, ne? Spitze, ja. Kleider für euch, Kleider für viele neue Kunden für uns und so, ja. Machen wir, ne? Hurra, Kleider für alle. Ciao. Bis demnächst. Bis morgen wahrscheinlich. No, Niklas, dich hatten wir ja ganz vergessen. Obwohl du hier der Wichtigste bist, du bist der Inselsprecher. Naja, also dank deiner Hilfe konnten wir jetzt dieses tolle Geschäft aufmachen. Ganz nostalgisch, unverkennbar mit einem absolut nicht nostalgischen Soundtrack. Der wäre hier cool gewesen, aber nee, wir sind denn jetzt die Eigentümer und wir mochten diesen altbackenen Track nicht. Jedenfalls heißt es jetzt trotzdem Nux Laden. Ohne den coolen Soundtrack. Wie du siehst, gibt's bei uns Fertigmöbel, die du nicht durch Basteln herstellen kannst und so. Und im Regal hinten findest du Werkzeug und den ganzen Shit, den ich sonst angeboten habe, auf der zweiten Seite. Eine Kaffeemühle? Ach, warum nicht? Das ist eine Kaffeemühle, genau, 2-2. Dankeschön, nehme ich mit. Vielen Dank für deinen Einkauf. Was haben wir denn hier heute so? Wir haben ja jetzt auch, glaube ich, ein bisschen Tapeten und Teppiche zur Auswahl, oder? Genau. Das gibt's jetzt also auch. Finde ich das alles nicht überragend, oder? Die wäre vielleicht noch ganz cool. Die nehme ich mal mit. Und was gab's auf der linken Seite noch? Irgendwas Neues, Spannendes? Der Taucheranzug ist auf jeden Fall hässlich AF. Den werde ich mir nicht holen. Könnte sich einen Ballon und einen Partyknaller holen, okay. Ein paar Rosen oder Tulpen. Was haben wir hier nochmal? Geschenkpapier. Okay, das ist auch am Start. Mein erstes Bastelbuch haben wir ja schon. Ideen für Bastler könnte ich mir kaufen. Das gönne ich mir also auf jeden Fall schon mal. Ich habe, glaube ich, bisher noch nichts wirklich gebastelt an Möbeln oder sowas, ne? Naja, macht ja nichts. Dann wollen wir mal. Hier ist digital alles. Sieht gerade so ein bisschen so aus, wie wenn man zu Corona-Zeiten irgendwie mit seiner Warn-App sich da irgendwie am Einlass melden musste. Okay. Anleitung, Schleudersprung, Stab, Falle. Gut, Falle kriegen wir vielleicht auch so irgendwann mal hinterhergeschmissen. Ich habe das Fienchen angesprochen, ne? Und Fienchen hat mir dann eine Anleitung für die Medizin gegeben, weil sie mein Auge gesehen hatte. Also so kommt man an die Anleitung für die Medizin. Es war tatsächlich einfach jemanden ansprechen, nachdem man gestochen wurde. Ansonsten ist das jetzt aber nichts, was ich so gerade brauche noch. Das heißt, wir können uns schon wieder aufmachen. Ich glaube, wir können jetzt mit Tom Nook sprechen über Häuser und so. Ich glaube, das ist jetzt möglich. Aber ich war echt nicht mehr im Bilde, dass man jetzt auch schon direkt die Häuser für die anderen Bewohner, die man bisher hat. War ich mir nicht mehr drüber im Klaren. Achso, wir haben da oben wieder Nook mal ein Plus erledigt, weil wir Sachen gekauft haben, okay. Was muss ich denn hier für einen bestimmten fangen? Ein Anemonenfisch, ein Nemo, oder sind wir wieder beim Thema ESC? Ach ja, nee, da möchte ich eigentlich gar nicht weiter drüber reden. Es war auf jeden Fall ein sehr wilder ESC dieses Jahr. Also sehr viel
Zeugs drumrum. Ich glaube, es ist auch immer noch nicht wirklich weitergegangen bezüglich Jos Klein, aber naja, gut. Es war sowieso die weirdeste Aktion eigentlich. Nur keine Sorge, eine voll möblierte Unterkunft ist schon eingeschlossen. Ja, ja, also, wir müssen aber noch alles vorbereiten. Also, ja, wir melden uns dann, ne? Klassische Werkstatt. Niklas, ja, danke für deine Geduld. Also, hast du das Gespräch mitgehört? Ja, ich mache schon länger Reklame, ne? Und naja, drei Interessenten haben sich auf einmal gemeldet. Das freut mich sehr. Einen habe ich geliefert übrigens. Bedank dich später. Ja, ja, ich kann nicht klagen. Das Geschäft läuft gut. Ja, ich mache Werbung auf TikTok. Das lohnt sich. Wobei, ein Manko hat die Sache natürlich. naja, die haben alle nicht unbedingt so die krasseste Aufmerksamkeitsspanne. Aber das meine ich gar nicht. Naja, die brauchen natürlich auch Häuser. Das wäre ganz geil, weil die mögen nicht so in Campingzelten und so. Wäre schon cool, wenn wir da Häuser hätten, ne? Vor allem habe ich ihnen das schon versprochen. Mit allem drum und dran, pipapo. Ja, ja, also, da kommst du natürlich wieder ins Spiel. Weil warum nicht? Ich mache jetzt noch ein bisschen auf Mitleid, aber du wirst sowieso zusagen, weil du bist der Inselsprecher, du bist der Gearschte. Ne? Kann es Zufall sein, dass dich just heute zu mir verschlägt, wie jeden Tag? Ich glaube nicht. Der macht gerade auch dieses Finger-Emoji, oder? Ja, das ist jedenfalls ein Wink des Schicksals, so sehe ich das, ne? Ja, ich wage es ja gar nicht zu fragen, aber könntest du vielleicht einspringen und mir helfen so? Selbstverständlich werde ich mich auch erkenntlich zeigen und dir helfen so. Aber eigentlich dieses Finger-Emoji, also ihr wisst bestimmt, welches ich meine, so mit den beiden Zeigefingern so aneinander und so. Und kommt es nicht auch ursprünglich, also zumindest kenne ich das ja auch schon von Dick und Doof, also das wurde da doch eigentlich auch so ein bisschen so verwendet, oder? Zumindest mit der Krawatte und so, das hat ja schon so Ähnlichkeiten, finde ich. Muss ich spontan ja auch immer so dran denken. Sag, hilfst du mir aus der Patsche? Mir bleibt wohl nichts anderes übrig, also wenn sein muss. Danke, 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 danke. Ja, ich bin dir auf aller Ewigkeit ergeben, aber du musst mir trotzdem immer noch Geld zahlen. Wir sind schließlich immer noch im Kapitalismus. Ja, jedenfalls. Hier hast du ultrageheime Infos. Die gebe ich dir jetzt ganz unverschlüsselt. So, warum nicht, ne? Wird schon keiner hacken hier. Unser Erkenntnisspruch lautet, was soll ich tun? Erkennungs, nicht Erkenntnis. Prächtig, ja, ja. Haben die Leute mittlerweile mal weggeworfen. Ein Rostbauteil, oh ja. Was können wir denn nochmal mit Rostbauteilen machen? Das ist immer am Tag nach Gullivers Rettung. Ich weiß wirklich nicht mehr, was man mit den Dingern denn nochmal macht. Braucht man die nicht für diesen Heldenroboter vielleicht? War das sowas? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube schon. So, wir haben die Kappenturnschuhe, die werde ich gleich mal anprobieren. Die Sonnenblumenkrone, okay. Ich wollte mich eigentlich jetzt erstmal erkundigen, was denn beim Gulliver jetzt rausgekommen ist. Ich glaube, das ist das hier, oder? Die Pyramide, okay. Werden wir irgendwo sicherlich unterkriegen. Der Flechtschrank, woher ist der jetzt? Von der Akademie, glaube ich, ne? Ach ja, und das war ja auch immer ein Ding, dass wenn man das Haus geupgradet hat zu einer neuen Größe, dann hat einem Einbewohner immer ein kleines Präsent geschickt. Habe ich auch gerade so spontan die Erinnerung daran. Gut, wir gucken erstmal wieder, was es hier so daily an Zeugs gibt. Ach, der Balkonteich, der sieht ja schön aus. Den hole ich mir auf jeden Fall. Und da war gerade wieder ein bisschen der Drift am Start. Ja, ich glaube, saisonal ist jetzt nichts Neues dazugekommen, ne? Das passt soweit erstmal. Können wir noch was Neues mit Meilen jetzt erreichen? Also Alltagswerkzeuge, wie gesagt, brauche ich eigentlich noch nicht wirklich. Den ganzen kosmetischen Kram eh nicht, also auch die Frisuren nicht. Ich bin mit meiner eh zufrieden. Deswegen werde ich da erstmal keine Meilen für rausballern. Ja, ich denke, das reicht erstmal so. Ich habe jetzt gerade nicht wirklich Bedarf, was für Meilen zu kaufen. Und Tom Nook kratzt sich am Bauch. Schön. Er macht keinen Yogi hier. Ja, ich ziehe den, glaube ich, erstmal nochmal aus dem Taucheranzug. So, wie sieht denn die Blumenkrone aus? Die sieht auf jeden Fall komplett scheiße aus, wenn man die mit der Sonnenbrille verbindet. Wie wäre es mit dem Outdoor-Hut? Und den finde ich eigentlich ganz nett. So, und dann die Schuhe hier. Ist auch schon mal deutlich besser als diese Schlupfschuhe. Jetzt bräuchte ich nur halt noch irgendein gutes Outfit. Das ist nach wie vor scheußlich. Vielleicht kriege ich ja was, wenn ich mit den Bewohnern ein bisschen rede. Und die Sonnenbrille packe ich auch erstmal wieder weg. Die ist... Naja.
Ich werde sie ins Lager packen, aber... Nee, die sieht mir halt zu sehr nach... Ey, ich habe gerade erst mit Animal Crossing angefangen und habe halt irgendeinen random Shit, den ich kombiniere. Das gefällt mir nicht so. Das lassen wir mal. Und ich glaube, das, was hier sonst noch ist, kann ich auch einfach mal mitnehmen und ins Lager packen. Wobei, den Wäscheständer kann ich schon mal hier hinstellen eigentlich. Der kommt schön hier hin und ich glaube, da nimmt er mir ein bisschen den Weg hier weg, um auch wirklich dem Fluss entlang zu laufen, oder? Ja, wobei, wenn ich ihn hier hinstelle, das passt doch. Das ist doch super. Machen wir. Ansonsten haben wir aber nichts, was ich jetzt draußen hinstellen würde. Außer die Pyramide, aber dafür brauche ich erstmal einen Platz. Weil die ist sonst ein bisschen zu groß, um sie einfach irgendwo random hinzustellen. Werde ich wahrscheinlich trotzdem machen, aber... Naja. So, dann... Stellen wir mal den Flechtschrank auf. Ich glaube, der passt auch deutlich besser hier in mein Haus als der Kühlschrank. Ich werde den aber trotzdem erstmal stehen lassen, den Kühlschrank. Die Kaffeemühle, ja, ich habe leider nur diesen einen Tisch und... Ist auch keinen Bock, das großartig umzugestalten. Die Kaffeemühle möchte ich aber trotzdem schon mal hinstellen. Und den Teppich kann man hier in die Mitte des Raumes packen. Ich habe jetzt eigentlich ehrlich gesagt erwartet, dass der ein bisschen zu weit rechts positioniert wird, aber der ist eigentlich genauso, wie ich ihn haben wollte. Sehr schön. Ist ein bisschen komisch, Teppich auf Teppich, aber... Naja, was soll's. Den Rest werde ich, glaube ich, erstmal wirklich... Also auch die Schirmmütze. Man könnte die auch an die Wand hängen, fällt mir gerade auf. Stimmt. Oder was heißt an die Wand hängen? Die sind dann, glaube ich, so... Ach nee, das wird wirklich gehangen. Er sieht halt ein bisschen komisch aus, deswegen... Möchte ich das doch minimal umgestalten. So. Das reicht doch eigentlich schon. Ja komm, dann können wir das, glaube ich, doch mal ein bisschen umgestalten hier. So. Ist doch besser. Das hier habe ich absichtlich so in den Raum platziert. Damit das noch was aussieht. Die Pyramide könnte ich natürlich auch hier drinnen aufhängen. Ich habe gerade ein bisschen zu viel hier parallel mitgelesen. Das sieht viel zu depressing aus. Viel zu einengend. Aber die Tapete an sich mag ich trotzdem. Für irgendeinen Raum werde ich die bestimmt benutzen. Die bewahre ich mir auch mal auf. Genau wie die Sonnenbrille. Wie eigentlich alles, was ich noch irgendwie vielleicht brauchen könnte. Okay. Und wie gesagt, Skorpion zum Beispiel, der befindet sich auch schon im Lager. Vielleicht konnte man ihn gerade sogar kurz sehen. Ist aber auch erstmal nicht wichtig. Ich muss jetzt erstmal das Museum haben, damit das dann auch wieder relevant wird. Apropos relevant, stimmt, die Fossilien, die wir jetzt heute ausgraben, können wir natürlich auch erstmal nur ins Lager packen. Ist aber auch egal. Bin ich vollkommen fein. So, gehen wir mal hier, rein. Habe ich eigentlich schwarze Haare? Habe ich nicht eigentlich dunkelbraune eingestellt? Naja. I don't know. Hi. Hallo, was führt... fühl dich ganz wie zu Hause, Käse. Ich dachte, der sagt, was führt dich zu mir, aber nein. Ich schenke dir einfach mal irgendeinen Fisch, den ich gerade dabei habe. Wie wär's denn mit einem Hasel? Die fange ich irgendwie am laufenden Band. Ein Hasel? Ganz schön sass. Allerdings kenne ich den Fisch überhaupt nicht. So einer ist noch gar nicht im Museum. Bruder, das Museum existiert noch nicht. Ich weiß nicht, ob es dir bewusst ist. Solltest du dieses Exemplar nicht erst lieber an Eugen weiterreichen, Käse? Er gibt's mir einfach zurück, Bruder. Dann halt nicht. Ich wollte dir ein bisschen Einrichtung schenken, weil ihr die immer hinstellt. Aber offenbar kein Bedarf. Dann halt nicht. Ich würde ja gern stiften, aber geht halt nicht. Habe ich jetzt noch? Ich habe jetzt noch 45.000. Also ich denke, 40.000 kann ich auf jeden Fall meinen Rüben investieren. Im Notfall kann ich die immer noch irgendwo loswerden. Nee, aber eigentlich möchte ich das jetzt hier wirklich komplett auf meiner Insel erstmal spielen. Hallihallo, ich heiße Joanna. Ja, kennst du Sigrid, meine Oma? Ja, Omi kennt fast alle. Ja, ja, wie auch immer, ich will auch gar nicht zu viel reden. Weil ich bräuchte ganz dringend ein Taschentuch. Du hast nicht zufällig eins? Naja, egal. Ist irgendwie mein Markenzeichen geworden. Ich
Ich bin so doof, ich könnte auch direkt fragen. Naja, wie auch immer. Hast du Bock auf Weißrüben und weißt du, wie der Rübenmarkt funktioniert? Ja, weiß ich definitiv. Oh, echt? Ja, das ist aber supi. Ja, 91.000? Wo kommt die 1000? Der 91 kostet eine Rübe. Ich kaufe welche. Ah, bitte. Wie viele denn? Ja, wir nehmen dann mal... Wie viel sind es dann? 500, ja. Dann sind es eigentlich mehr als ich wollte, aber wir nehmen 500. Das macht dann 45.500. Ja, damit. Hihihihi, du Opfer. Was? In der ersten Woche sind die Preise scheiße, aber egal, viel Spaß damit. Rüben werden groß und Reichtum fällt dir in den Schoß oder in meinen und du wirst einfach nur verrecken. Möglich. Ich muss jetzt auf jeden Fall erstmal wieder Geld verdienen. Aber wir haben schon mal wieder neue Meilen, die wir gerade nicht brauchen. Wochenendaktionär kann ich jetzt also sein. Ob ich das will, ich weiß es nicht. Auch die packe ich erstmal ins Lager. Gehen die überhaupt ins Lager? Boah, das weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, die kann man sogar gar nicht ins Lager packen, kann das? Ja, die kann man nicht ins Lager packen, aus Gründen. Finde ich eigentlich gut, weil sonst vergisst man sie wahrscheinlich. Dann schmeiße ich sie trotzdem bei mir ins Haus, damit sie außen nicht irgendwie kacke aussehen. So. Und dann haben wir unsere erste Anlage und mal gucken, ob das funktioniert. Das Rübenbiss ist ja zum Glück eigentlich in jedem Animal Crossing relativ ähnlich, also... werde ich schon wissen, wann der beste Preis ist zum Verkaufen. Allerdings kann es natürlich auch sein, dass wir halt wirklich kompletten Fail haben hier. Auch das ist möglich. Aber ich glaube, dann ist es so. Ich glaube, ich werde mich dann jetzt nicht irgendwie woanders noch hinbegeben, auf andere Inseln, einfach nur, um einen besseren Preis rauszuschlagen. Das mache ich, glaube ich, nicht. Sondern ich nehme wirklich mal die ganze Immersion jetzt hier mit dem einzelnen Spiel und werde mich erstmal nur auf meine Insel beschränken. Weil sobald ich jetzt anfange, wieder mit Rüben zu handeln und dadurch Geld zu verdienen, kann ich mir auch eigentlich direkt Geld hin und her schicken. Ne? Das ist jetzt ja nicht Sinn der Sache. Ich will ja schon Geld damit verdienen, dass ich hier Sachen mache. Und klar, Rüben ist der schnellste Weg dazu, aber ist halt auch riskant und dieses Risiko nehme ich jetzt dann definitiv komplett mit. Weil sonst wäre das halt doch einfach langweilig. Es geht ja darum, hier selbstständig Sternis zu verdienen. Das werde ich schon alle selber machen. So, die 4 Fossilien müssen wir jetzt auch haben. Ich habe das erste auch lustigerweise gar nicht in mein Lager gepackt, wo ich ja auch gerade erst eigentlich war. Aber naja, ich laufe sowieso so oft zurück nach Hause. Ich bin auch mal gespannt, wann wir diesen Superschrank bekommen können, mit dem wir Zugriff aufs Lager haben. Ich schätze aber mal, das wird relativ spät sein. Vielleicht sogar erst, wenn wir terraformen können. Da bin ich halt wirklich mal gespannt, wann das so freigeschaltet wird, ne? Kann ich mir noch gar nicht anders vorstellen, dass das früher passiert oder so. Glaube ich nicht. Und wir machen gleich auf jeden Fall noch weiter dann bei Tom Nook. Ich gehe jetzt einfach nur mal kurz zu Fienchen und dann sprechen wir auch direkt mit Tom Nook. Bezüglich Bauvorhaben. Morgen, bist du hier, um sicher zu gehen, dass ich aus den Puschen komme? Lass uns plaudern. Oh hey, wichtige Neuigkeiten. Das Zeltleben ist für mich Geschichte. Ich habe ab jetzt ein Haus. Wie du siehst. Ich meine, Zelten ist schon cool, aber in einem Haus kann man mehr Zeugs unterbringen. Außerdem habe ich endlich das Gefühl, hier zu wohnen, anstatt nur zu Hause. Das ist irgendwie ein bisschen wild, weil vom reinen Begriff her, ne? Naja, gut. Egal. Zählt jetzt eigentlich der Dialog mit Mausbert auch schon für das Achievement, frage ich mich? Also hier jeden Tag mit den Leuten zu reden? Ja, scheinbar schon. Gut, dann zurück zu Nook. Ja, Gymnastik mache ich, glaube ich. Wenn, dann mache ich das, glaube ich, privat. Wobei, eigentlich will ich Jona noch mal zeigen, wie sie da so rumwobbelt. Naja, hallo. Leg das Buch bitte mal weg. Naja, was darf sein? Was gibt es denn Neues? Ach ja, wir könnten die Einweihung noch feiern vom Laden. Ja, ich glaube, das machen wir auch noch.
Huch, bereit mit anzupacken? Ja, also ich habe mir so überlegt, wir bräuchten als erstes mal eine Brücke. Das wäre ganz geil, ne? Bei 3 neuen Häusern wird es sonst ziemlich schwierig, hier den Platz so zu nutzen und alles. Und ja, warum nicht, ne? Daher, besorg dir nochmal Teile. Dafür darfst du auch bestimmen, wo die schmucke Verkehrslösung hinkommen soll. Und ich finde es so schade, dass der jetzt einfach einem diese Brückenanleitung gibt und man sie quasi nur einmal nutzen kann, so. Also das Brückenbaukit kann man halt wirklich nur dieses eine einzige Mal selber craften und danach muss das alles über Nook laufen. Das finde ich ein bisschen schade. Aber, ja, gut, ist halt so. Damit kann Nintendo dann kontrollieren, dass man auch nur eine Sache am Tag bauen kann und sowas. Es geht ja sonst nicht. Man muss es ja künstlich verlangsamen alles. Was brauchen wir denn dafür? Ja gut, komm. Gucken wir mal hier oben. Dafür brauchen wir ein Baumstammpfahlset oder 4 besser gesagt. Lehm und Stein. So, das Baumstammpfahlset-Gedöns. Haben wir das überhaupt schon? Da ist es, ja. Einfach aus normalem Holz. Das heißt, da brauchen wir 12 Holz für, ja. Und 4 Lehm, 4 Stein. Das werden wir auf jeden Fall haben. Das können wir schon mal zusammen craften. Ich wollte eigentlich die Feier mitnehmen. Na gut, das kann ich auch machen, nachdem ich die Brücke platziert habe und mit ihm neu geredet habe. Das passt schon. Und genau, die Gymnastik wollte ich machen. Dann machen wir jetzt erstmal kurz Gymnastik. Dann sehen wir mal Joanna. Ich gehe mal zumindest davon aus, weil jetzt Sonntag ist, dass sie dabei ist. Sonst wäre es doof, ja. Knöpfe bitte. Und das ist super unbefriedigend, dass da hinten so ein Platz fehlt. Was soll das denn? Kann sich nicht der Tom Nook noch dahin gesellen? Nee. Oh Gott. Das geht nicht. Und vor allem sind es einfach 8 Leute. Dann kann man doch auch einfach 2 Viererreihen machen. Oder nein, man macht vorne eine Fünferreihe und hinten eine Dreierreihe. Oh, das sieht furchtbar aus. Das sieht furchtbar aus. Wirklich. Vor allem macht Tom Nook ja manchmal mit. Wenn ich mich nicht täusche. Deswegen, warum packen die nicht dahin? Es hat keinen Sinn, keinen praktischen. Es kann auch nicht sein, dass man hier im Multiplayer spielt und da läuft irgendjemand jetzt da hinten zu Tom Nook oder sowas. Wenn, dann müssen, glaube ich, alle bei der Gymnastik mitmachen, wenn sich einer anmeldet. Naja, gut. Ich verstehe die Entscheidung nicht ganz. Und auch sehr sinnvoll, dass die Rüben natürlich bei Joanna nicht aus dem Korb fallen. Man kennt's. Ich bin wirklich sehr gespannt, was ich diese Woche so bekomme. Oder nächste Woche besser gesagt. Für die Rüben. Und wir nehmen hier natürlich dadurch jetzt das Achievement wieder wahr. Ist klar. Also es geht natürlich vor allem darum, das auch weiter zu treiben. Wann werden wir wohl Emotionen bekommen? Weil auch Tanzemotionen oder Gymnastikemotionen gibt es ja. Also in dem Fall will ich jetzt auf die Gymnastikemotionen hinaus. Die man, glaube ich, bekommt, wenn man eine gewisse Anzahl an Gymnastikstunden mitgemacht hat. Ich glaube 20 oder 30 oder so. Ich glaube, dann gibt es die, aber dafür muss man natürlich auch erstmal die Emotionen freigeschaltet haben. Aber habe ich echt... Ich muss jetzt nochmal gerade wegen meiner Haarfarbe schauen. Also wenn ich den Hut einfach mal abnehme. Das ist irgendwie... Ja, genau. So nehme ich den... So sieht es natürlich auch irgendwie. So sehe ich aus wie ein Hinterwäldler. Ah ne, das sieht nur so aus. Das ist halt ein extremst dunkles Braun, aber es ist schon eigentlich ein Braun. Ich glaube, so sieht es fast besser aus als ohne die Schürze, ne? Er sieht stimmiger aus, würde ich sagen. Ja, ich bleib trotzdem bei der Schürze. Ist okay. So, 3 haben wir schon geschafft. Schön. Schwungvoller Jungspund, mein Gott. Schwungvoller Jungspund. Ja, man kann es gut aussprechen, wenn man es ein bisschen übt. Ja, das ist jetzt natürlich doof. Dann komme ich da nicht mehr so. Ey, ist auch egal. Ist nicht so schlimm. Gebe ich die Fossilien direkt mal ab? Ja, gut. Muss ich sowieso. Also an mein Lager, meine ich. Weil ich brauche ja das Holz aus meinem Lager. So, wir brauchten 12 Holz, wenn ich mich nicht täusche. Die Werkbank ist sowieso immer dabei. Die können wir also schon mal aufstellen. Die Pyramide habe ich immer noch nicht platziert, aber ist auch nicht schlimm. Gut, dann brauche ich dafür eigentlich nur einen Stack erstmal. Wir brauchen noch Steine und wir brauchen Lehm. Für das Brückenkit und das können wir dann direkt hier alles
in einem craften. Dann kann ich den überschüssigen Materialzeugsgedöns auch wieder einlagern. Das Baumstamm-Palset ist auch eigentlich ein ganz cooles Deko-Element. Das kann man auch mal so irgendwo hinstellen. Also am besten ein paar mehr davon. Das hat halt immer so einen schönen, natürlichen, aber trotzdem irgendwie geführten Vibe. So von der Wegführung her und alles. Und ich finde das irgendwie ganz nett. Und dann brauchen wir jetzt nichts weiter zu craften, ne? Das war's. Wir müssen jetzt eigentlich nur die Brücke machen. Ja, perfekt. Sehr schön. Und jetzt wird das Kit, glaube ich, einfach komplett verschwinden. Leider. Weitermachen. Ich möchte ein weiteres Kit machen, bitte. Es ist weg. Ich finde das so schade. Ja, hier, die Pharao-Maske haben wir mittlerweile auch durch das Aufheben eines Golderzes. Das war das, was wir da bekommen haben. Und ich habe sogar schon mein erstes DIY doppelt. Und zwar das Muschelpochett. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Das habe ich jetzt schon zum zweiten Mal bekommen, tatsächlich. Das ist auch richtig dumm. Aber gut, das ist so ein saisonales Ding. Die kann man halt dann häufiger doppelt bekommen, weil davon gibt es ja eigentlich so 10 bis 15 Stück meistens. Das sehe ich dann schon noch. Und der driftet manchmal ein bisschen wilder hier. Ich merke schon. Na, ich finde es gut. Ich habe ja die Skyward Sword Joy-Cons zum Beispiel auch. Die haben wirklich noch gar keinen Drift. So, ich hoffe, das wird da auch nie auftauchen. Aber mit diesen allerersten Joy-Cons hier. Ich merke doch schon, dass da wieder was kocht. Das wird wahrscheinlich jetzt immer ein bisschen extremer werden, bis ich die Joy-Cons dann irgendwann doch mal tausche. So, den Rest wollte ich eigentlich verkaufen. Und die Pyramide irgendwo noch platzieren, dich würde ich gerne mitnehmen. Ich weiß aber noch gar nicht, wo ich die Brücke hinpacken möchte. Ich würde die Brücke noch platzieren, würde nochmal Tanuk ansprechen, was jetzt als nächstes zu sammeln ist. Und dann die Feier noch machen. Und das wäre es dann erstmal. Das würde ich dann offscreen sammeln und bauen und so. Und ja. Ich klicke durch die Menüs, weil ich nicht mehr ganz weiß, was ich machen wollte. Ich wollte die Karte öffnen. Drei Häuser sind es, die wir jetzt noch bauen sollen. Wo wäre denn noch der geeignete Platz für Häuser? Also ich denke, man kann es jetzt halt schlecht zeigen, aber da wurde die Sprechblase für Fienchen endet, links. Direkt unter dem, ja, auf der Linie zwischen C und D1, so da so in der Ecke, da würde ich, glaube ich, dann doch schon ein Haus hin platzieren wollen. Ich würde aber natürlich auch gerne auf die andere Seite was bauen. Da wäre eigentlich noch am meisten Platz natürlich, auf der rechten Seite im Osten. Und ein Haus passt ja schon noch auf die Main-Insel. Denke ich schon, das kann man machen. Aber ich glaube, ich würde tatsächlich eigentlich lieber die Brücke erstmal nach links bauen. Hat auch so ein bisschen nostalgische Vibes, weil ich natürlich auch in Mondonia zuerst nach links gebaut habe. Wo ich dann Nathans Haus platziert habe und so. Ich überlege, ob ich die sogar da so schräg baue. Das müsste nämlich auch gehen, so schräg. Und jetzt würde sich die Minimap eigentlich doch anbieten. Ich mache es aber erstmal nicht. Man muss halt auch eine Stelle finden, wo es überhaupt geht. Also es würde hier hinten gehen oder hier vorne. Will ich das hier so weit hinten bauen? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde es lieber so schräg bauen tatsächlich. Wenn es überhaupt geht, ich weiß es nicht. Ich würde es, glaube ich, hier hin platzieren wollen mal. Mal gucken, wie das aussieht. Es geht auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Gucken wir mal. Ich mach das. Das sieht cool aus. Braucht die jetzt auch einen Tag, bis sie fertig ist? Ja, scheinbar, ne? So wie halt normal die Brücken auch dann später. Ja, finde ich okay. Finde ich okay. So, bekommen wir jetzt alle Kits auf einmal oder wie war das? Ich glaube nacheinander, oder? Oder wie? Ich lasse mich überraschen, ich weiß nicht mehr, wie es genau ist. Und ich lasse mich natürlich auch überraschen, was dann morgen für Bewohner da sein werden.
Ja, Niklas, hallo, hallo. Ja, also, falls ich dich mal fragen darf, ne? Hast du ein Plätzchen für dieses Brückenkit gefunden? Natürlich habe ich das. Vortrefflich, ja. Also, morgen haben wir da eine neue Brücke. Ist das nicht cool? Jetzt können wir uns auf die Häuser konzentrieren. Komm, ich will direkt weitermachen. Also, falls es um die Brücke geht, die ist ja erst morgen fertig, oder was wolltest du? Ach, Häuser. Ja, drei hätte ich da. Bitteschön. Ja, ich kann schon alle drei platzieren, alles klar. Mit den Hausbaukits, die ich dir gegeben habe, müsstest du nun drei Plätze für die Häuser markieren. Und jede Wohnstätte bräuchte auch Möbel. Da brauchen wir dann wieder entsprechende Einrichtungen, ne? Sämtliche Stücke lassen sich ganz einfach selbst basteln. Die Anleitung schicke ich dir mal gerade zu. Das wäre eine Sache, die ich auf jeden Fall offscreen mache. Das Platzieren, ja, gut, das könnte man jetzt noch schnell machen. Aber ich glaube, das mache ich dann auch offscreen. Na, du willst mitfeiern? Ja, also die Fertigstellung von Nus Laden könnte man feiern. Machen wir. Klasse! Lass uns anfangen. Wenn wir das heute fertig bauen, dann könnte morgen vielleicht schon jemand... Oder könnte es heute schon verkauft werden? Ah, ich weiß gar nicht, wie es ist. Also dann, Nus Laden wurde fertiggestellt. Ende. Tüklerweg war zu Beginn nichts als eine einsame verlassene Insel. Doch nun ist es eigentlich immer noch, aber wir haben immerhin schon mal einen Laden. Napschlepp, wenn ihr so freundlich wärt. Danke, Füglerweg. Ja, ihr seid alle der Grund dafür, dass wir hier einen richtigen Laden aufmachen konnten. Also eigentlich nur der eine da mit diesem komischen Kreissägen. Gut. Aber naja, mein Bruder und ich arbeiten hart daran, dass es den Erwartungen gerecht wird und sogar übertrifft. Naja, danke euch beiden. Ja, wir wissen alle, dass ihr nur noch einmal expandieren könnt. Das ist für alle eine Tragödie. Jedenfalls, Niklas, sag du da mal was. Hippie. Die Emotion passt zu null zum Dialog, aber gut. Tja, ja, gut gesprochen. Also dann, lass uns mal die Knaller hier zünden. Ach ja, und mach doch mal ein Foto vielleicht. In diesem Sinne, Nus Laden sowie Füglerweg verdienen zum Abschluss ein lautes Hurra, also. Hurra. Niklas, wieso hast du kein Foto gemacht? Ich danke dir trotzdem. Damit wäre unsere Feier beendet. Bitte gebt Acht auf dem Heimweg. Heimweg, ja. Fienchen muss 5 Meter laufen. Mausbär vielleicht 15. Genauso wie ich. Und was haben wir jetzt noch an Meilen bekommen hier? Selbst ist der Bewohner. Bastlerleitung haben wir von Nook bekommen. Dadurch jetzt schon 57. Und irgendwo wird da noch eine Flaschenpost liegen. Heute. Die ich dann entsprechend auch noch einsammeln kann. Ich bin jetzt noch nicht den ganzen Strand lang gelaufen. Ach, hier ist er auch schon. Dann gucken wir noch schnell, welcher Bewohner uns hier geschrieben hat. Am Strand wäre natürlich auch eine Option für ein Haus. Der Hubert, ich habe keine Ahnung, wer der Hubert ist. Vielleicht irgendwie so ein Pferd. Eine Wasserpumpe, ja klasse, die haben wir schon. Super. Es ist ja wirklich überragend. Gut, komm, jetzt bin ich gerade dabei. Wir platzieren die Häuser noch schnell. Eins würde ich, wie gesagt, gerne hier platzieren. Na gut, dann müsste ich aber eigentlich erstmal die Bäume. Ach, scheiß drauf. Eher links oder eher rechts? Ich glaube, eher hier, weil es dann mit der oberen Ebene besser passt. Zieht in das erste Haus eigentlich der Bewohner ein, den wir jetzt zuerst getroffen haben? Ist das so beabsichtigt? Ich glaube nicht. Oh, das ist auch ein riesiges Grundstück. Ja, dann geht das hier bestimmt gar nicht wegen dem Stein, oder? Oder was passiert mit dem Stein? Ja gut, man kann die auch. Nee, das ist dann egal, oder was? Das ist so ein Schwachsinn. Ja gut, komm. Passt. Auch wenn der Stein davon mega weird aussieht. Egal, Grundstück 1 ist fertig. Jemand belästigt mich per Telefon. Das ist natürlich Tom Nook, weil kein anderer hat meine Nummer. Läuft, passt, alles paletti. Ja, und in der Box kann man jetzt nachsehen, was man denn hier braucht und kann das da auch abliefern. Und wenn das fertig ist, dann wird das bald vermietet oder verkauft oder was auch immer die Leute hier genau machen. Gut, aber da das doch relativ große Grundstücke sind, ich würde aber hier schon ganz gerne eigentlich ein Haus platzieren. Ich glaube, das mache ich auch. Ich hoffe nur, dass der Obstbaum vielleicht bleiben kann. Oh, das wird aber knifflig. Ja, schade. Entweder links oder rechts ein Baum muss weg. Und der hier in der Mitte sowieso. So müssen wahrscheinlich beide weg, oder?
Und da können jetzt beide bleiben, weil es nur das Grundstück ist. Nee, die können beide bleiben, ja, das ist ja fantastisch. Dann finde ich das eigentlich so sehr gut. Hat jetzt auch keinen Grund gehabt, dass ich da jetzt die 3 platziert habe und nicht die 2. Und die 2 würde ich dann gerne hier hinten platzieren irgendwo. Auf dem eigentlich größeren Bereich. Aber das ist momentan der eher natürliche, finde ich, als der andere. Und deswegen bleibt das erstmal so. Die Wasserfälle will ich da eigentlich gar nicht so mit einspannen. Hier ist der Fluss und hier ist der Teich, ne? Wie wär's denn hier an dem Teich dran? Ich glaube, das mache ich. Wenn denn überhaupt hier die Breite genug ist zwischen Fluss und... Ja, wäre an sich genug Platz. 2 Bäume müssten dafür weg. Der dahinter und der davor. Ne, der dahinter muss auch weg. Warum das denn? Ja, dann macht doch noch einen nach vorne vielleicht. Oder muss dann der hier vorne wieder weg? Ach. Diese Grundstücke sind einfach viel zu groß. Wirklich. Ja gut, jetzt muss der Baum sowieso weg. Ach, es ist eine schwierige Sache. Aber so finde ich eigentlich noch am schönsten. Dann ist links und rechts genug Platz. Ich finde das so am besten. Bäume kann man eh wieder pflanzen. Und der belästigt mich schon wieder. Ein Grund, warum ich die Verkaufskiste auch nie benutzen möchte. Weil mich dann immer Nepp und Schlepp anrufen. Ey, wir haben den Shit auf dein Konto gebucht, den du verkauft hast und eingenommen hast, ne? Ja, ein Kranz aus Blumen jedenfalls. Wenn man die Klippen auf der Insel hochklettert, findet man welche. Tipp des Hauses. Und deswegen habe ich dir eine Leiter geschickt. Ach, wir können jetzt schon... Ja, Mensch, das ist ja auch wild. Das ist ja auch wild. Wir könnten dann jetzt schon... Ja, man bekommt doch wieder mehr, als ich dachte. Oh Mann, ja, das will ich ja dann eigentlich auch noch machen. Und das brauche ich auch offenbar fürs Haus, ne? Hier. An dem Mondtürkranz und so. Ah, belastend, belastend. Ja. Ich würde vorschlagen, wir machen die Folge dann doch noch minimal länger. Ja, ich weiß nicht. Also, es ist jetzt auch eigentlich nicht so spannend, da oben natürlich die Inclines da wirklich zu... Es sind nicht Inclines, die hohe Ebene halt. Die jetzt halt zu erkunden, sage ich mal, ist jetzt nicht allzu spannend. Aber wir können noch das Gerät erstmal bauen, die Leiter. Material haben wir genug. Das machen wir noch. Das machen wir noch und das machen wir noch. Es ist immer so am Anfang. Es ist halt immer so. Aber ich habe da ja keine Limitation, wie lang das Video sein kann oder soll. Und deswegen ist mir so relativ egal. Wir machen das einfach noch schnell. Ah, die Behelfswerkbank immer mitzuschleppen ist einfach so nice. Ne? So ein Gamechanger, wenn man jetzt immer zu Nuke rennen müsste, wäre das schon deutlich aufwendiger. Es ist schon das Erste, was man jetzt eigentlich machen sollte. Wenn man die Materialien dafür hat. So, auch ein Item, was man nur einmal craften muss eigentlich. Ach, das Licht können wir schon ändern, ja. Okay. Ich wollte eigentlich nur meinen Werkzeugring anpassen. Aber das wird bestimmt auch irgendwo jetzt automatisch wieder gelandet sein. Die Leiter. Und wir sollen jetzt eben die hohen Ebenen erkunden, weil wir dort Blumen finden. Die sind ja nur auf den hohen Ebenen bisher eigentlich. Außer die, die ich halt selber mitgebracht habe. Und da kommt man jetzt dann mit der Leiter hoch und kann sich dann hier ein bisschen an den Blüten bedienen. Also hier brauchen wir jetzt wirklich die Blüten. Es geht ja um diese Anemonen-Türkranz-Geschichte. Da schnappen wir uns jetzt also einfach die hier weg. Das Unkraut brauche ich jetzt nicht. Und können uns dann hier auch einfach mal zum ersten Mal ein bisschen umschauen. Und natürlich auch hier weitere Bäume beschütteln und beackern. Was ebenfalls praktisch ist. So, wir sind jetzt hier auf der höchsten Ebene. Eine Höhe geht's. Ich glaube, eine Höhe kann man noch bauen, ne? Aber die Ebene kann man dann nicht mehr betreten. Also hier könnte man theoretisch noch drauf bauen, aber höher geht's dann nicht mehr. Hier hinten müsste auch irgendwo der geheime Strand dann sein. Ich glaube, hier hinten langsam so vielleicht. Da lohnt sich vielleicht doch langsam die Minimap. Okay, ich bin schon vorbei. Wirklich. Ach, hier. Cool. Ich glaube, den lasse ich auch erstmal so geheim, selbst wenn ich da was bauen kann an Abgängen und so. Sind jetzt hier einfach nur 2 weitere Fossilien oder was ist hier? Sieht so aus. Ja, okay. Ich habe mich halt gefragt, ob hier vielleicht jetzt Gyroiden am Start sind, aber nee. Ich glaube, die muss man wirklich dann mit dem 2.0-mäßigen Zeugs, also mit Captain und so, dann freischalten erst.
Und jetzt bin ich immer noch nicht getaucht, aber wie gesagt, es ist doch nicht allzu spannend, als dass ich das onscreen machen muss, aber genauso wenig das hier. Aber gut, so, wir haben auf jeden Fall schon genug Sachen gesammelt. Damit können wir diese Krone da basteln. Nein, nicht die Krone. Kronen gibt's auch, aber das ist jetzt in dem Fall eine Tür-Deko. Und ganz cool ist halt auch noch dieser kleine Bereich. Wo bin ich denn jetzt gerade? Ich muss mal gerade mich orientieren. Dieser kleine Bereich dazwischen, zwischen diesen beiden Wasserfällen, ist natürlich auch nochmal eine coole Stelle. Mal gucken, ob ich da noch irgendwas Besonderes hinmache. Und wir haben jetzt halt Zugriff zu, oder Zugang zu allen Steinen. Das ist auch cool. Aber hier, da könnte man natürlich auch nochmal irgendwann was richtig Cooles machen. Was, weiß ich selber noch nicht, aber irgendwas Besonderes. Vielleicht kann ich da erstmal die Pyramide hin. Das sieht, glaube ich, mega weird aus, aber theoretisch könnte ich da jetzt die Pyramide platzieren. Ich schleppe die sowieso schon die ganze Folge mit mir rum. Also warum nicht? Ein bisschen deplatziert, aber war die 3x3 groß oder 2x2? Ich werde es rausfinden. Wahrscheinlich passt es wieder nicht perfekt symmetrisch hier rein. Oh, ich bin auch schon wieder voll, meine Güte. 3x3 definitiv. Okay. Aber die müsste man eigentlich, wenn man die jetzt noch einen nach rechts packt, schön zentrieren können. Ausnahmsweise. Ja. Nett. Ist okay. Jo, wie gesagt, ich werde mich dann darum kümmern, dass die Häuser alle die Sachen bekommen, die sie brauchen. Und weil ich jetzt sowieso schon die ganzen Blüten gesammelt habe, kann man die noch gerade nochmal basteln und direkt abgeben. Und dann werden wir hier morgen drei Häuser haben. Und ich bin sehr gespannt, ob dann schon Leute einziehen und generell wie das aussieht. Wer hier einziehen wird noch, neben Paulina natürlich, die eins dieser Häuser bekommen wird. Ich meine, sie bekommt aber sogar das dritte Haus. Sie müsste zumindest als letztes einziehen. Also bin ich jetzt blöd, diesen Türkranz zu sehen. Da unten, ganz unten ist er. Ich brauchte sogar nur drei. Ich dachte, ich brauchte vier von jeder Sorte. Könnte ich jetzt auch an mein eigenes Haus dran machen, aber brauche ich nicht. So, was brauchen wir denn generell hier nochmal? Items für draußen ist es dann wahrscheinlich, oder? Nö, das zählt zu drinnen wahrscheinlich, okay. Romantikgartenstuhl, Romantikgartentisch und Vogelhaus. Und drinnen? Anemonentürkranz. Okay, abgeben. Den Türkranz haben wir ja schon. Ach so, ist es auch wirklich gar kein Türkranz in dem Sinne, sondern es ist halt wirklich für Indoor zum Aufhängen gedacht. Ja, okay. Von mir aus. Da habe ich jetzt auf jeden Fall ein bisschen was zu tun. Muss auch wieder ordentlich Eisenerz sammeln wahrscheinlich. Und wir sehen uns hier morgen wieder. Mit hoffentlich dann neuen Bewohnern oder zumindest Häusern, in die dann Bewohner einziehen können. Ich lasse mich überraschen. Bis dahin. Ciao.